das innenpolitische Thema der letzten Tage, das Duell um den SPÖ-Vorsitz, Pamela Rendi-Wagner gegen Hans-Peter Doskozil. Wem nützt das eigentlich was und wem schadet es vor allem? Das wollen wir besprechen jetzt mit der Kommunikationsexpertin Tatjana Lackner. Sie ist bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist ja wirklich ein Machtkampf auf offener Bühne. Das ganze Land kann zuschauen. Nicht nur unser Land, sondern sogar in der FAZ wird berichtet. Das Ausland schaut auch zu und befasst sich mit unserer internen SPÖ. Ja. Gibt es da auch Gewinner oder nur Verlierer? Also wenn man eigentlich bei einer Krise sagt, wem nützt, dann nützt natürlich jetzt mal Pamela Rendi-Wagner nicht. Mhm. Ich glaube auch, dass Doskozil, obgleich seine Jünger da ordentlich hinter ihm stehen, auch seine Imagekratzer bekommen hat. Man hat es im Twitter-Wald gemerkt, das Thema Charakter und Mobbing und warum jetzt und so lange haben wir dich gefragt und jetzt vordergründig die Basis vorzuschieben. Ich finde es immer spannend, auch wenn es heißt, er hat ein Team. Mhm. Jeder Bürgermeister hat ein Team, ich habe ein Team. Also jeder, der irgendwie ein Büro hat, hat ein Team. Also das wäre jetzt noch nicht die große Leistung. Ich glaube, dass es unmittelbar der SPÖ gar nichts nützt. Ich glaube auch, dass momentan die anderen wieder so beschäftigt sind mit Niederösterreich. Die anderen wären jetzt ÖVP und drüber, FPÖ, ja, dass die das momentan auch gar nicht nützen können. Also ich habe immer den Eindruck, es ist wirklich spannend in unserem Land, wenn irgendwo was losgeht, dann schafft es irgendwie die anderen, die Opposite, ja, es nicht umzudrehen, so dass es für sie irgendwie was bringt. Und der SPÖ, also der, ich finde die Befragung der Mitglieder zwar schlau, aber wir haben jetzt gerade in Kärnten gesehen, naja, wo es eigentlich noch relativ gut ausgesehen hat, hat auch nichts geholfen schon davor. Mhm. Da waren manche, glaube ich, wirklich enttäuscht. Und wir dürfen nicht vergessen, ganz viele Landeshauptstädte oder Länder, wo es SPÖ-Führungen gibt, gibt es nicht mehr. Da ist Hans-Peter Doskozil wahrscheinlich noch, gehört da zur Ausnahme. Ich würde gerne noch mal zu diesem kommunikationstechnischen Konflikt kommen. Also kommen die aus dieser Konfliktspirale überhaupt irgendwie raus? Ich meine, jetzt ist am Wochenende, die beiden sicherlich nicht mehr. Also die werden nicht mehr heiraten und es ist wie in einer Familie, wenn du gewisse Probleme ewig auf die lange Bank schiebst, dann werden sie dich irgendwann einholen. Mhm. Und diese Zurufe gab es ja schon noch in der Kern-Ära und das ist auch von Rendi-Wagner nicht pariert worden und das ist natürlich etwas, was jetzt dicke daherkommt. Das heißt, hätte sie aus ihrer Sicht früher reagieren müssen und diesen offenen Kampf und da anfänglich ausrufen, den sie jetzt gemacht hat? Also ich würde mal sagen, jetzt nehmen wir mal das Team. Weder sie und ihr Team hätten früher reagieren müssen, weil es hier ist ja auch immer so ein bisschen ein Match der Teams. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Gräben, wo ja immer nur die Spitzen rausschauen. Es ist ja nicht nur ein Problem, Hans-Peter Doskozil und, sondern da gibt es ja verschiedene Interessen. Und die gibt es natürlich in einer Partei, die wirklich lange schon da ist. Was mich wundert ist, wen gibt's sonst? Mhm. Also gibt's nicht eine Alternative? Mhm. Denn wir hatten Hacker und Hanke, die wurden, also Hanke auf jeden Fall, Finanzstadtrat, wurde aufgewärmt, ist seit der Wien-Energiekrise definitiv erledigt. Und bei Peter Hacker ist der Punkt Gesundheitsstadtrat, ja, der hat schon eine Fanbase hinter sich, weil er so ein Klartexter ist, aber da ist halt jedes Interview immer ein bisschen eine Gratwanderung und wahrscheinlich wird er intern zu sehr polarisieren. Mhm. Also wer bleibt? Denn wir haben ja da nicht eine Partei, die erst vor einem Jahr in den Staat gegangen ist. Gibt es da noch wen? Und das könnte, da ist jetzt wieder der Kreis, der sich schließt, das könnte eine Chance für wen anderen sein. Ob man das jetzt darf oder nicht, wird ja dieser Tage beleuchtet. Sie haben das andere politische Aufregerthema angesprochen, schon der letzten Tage. Das ist die Arbeitsübereinkunft zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich. Beide Parteien haben vor der Wahl eigentlich gesagt, sie wollen miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Jetzt arbeiten sie zusammen. Was sagt das auch über die beiden aus und welches Signal ist das an die Wählerschaft? Natürlich ist es keine Handschlagqualität, wenn ich vorher was behaupte, was ich dahinter dann, also unterliegen jetzt keine Jahre dazwischen, unmittelbar breche. Sie wirken ein bisschen so wie die angespeiste Mama mit ihrem schlimmen Sohn, ja. Also es ist auch tatsächlich optisch kein Traumkappel, muss man ehrlich sagen. Und dann auch die Agentenaufteilung, die jetzt ja wieder die anderen auch hier aufregt im Sinne von Udo Landbauer, der hier die EU-Agenten bekommen hat. Wobei man immer dazu sagen muss, in der Außenwirkung wird Mikl Leitner weiterhin die Kontaktpflege mit der EU. Aber es ist natürlich ein komisches Statement, wenn ausgerechnet derjenige, der nicht für ein EU, also Parlament und Co. hier pro ist, also besonders mit den Agenten, das ist was, was alle nervt. Also das ist natürlich was, was schwierig ist. Und nein,
Handschlagqualität ist es nicht, ganz klar. Kann man das kommunikationstechnisch wieder einfangen oder also vergessen, dass die Leute dann wieder glauben, sie mit der Zeit, wenn diese Koalition mal arbeitet, oder ist das was? Die Frage ist, was wir wollen. Mhm. Wenn wir Politiker wollen, die ehrlich sind, dann müssen wir dann, also wir sind da in verschiedenen Kanälen. Politik ist grundsätzlich das Finden von Mehrheiten, um gewisse Dinge zu gestalten. Dann ist aber die Frage, warum verspricht man so einen Schmarrn ohne Not in Zeiten der Wahl, weil das hat jetzt bestimmt niemanden beflügelt, ob der eine den anderen ärgert oder so. Also ich meine, das ist ja nicht die Frage. Das heißt, die konkrete Frage ist schon, wie kriegen wir das wieder mit dem Vertrauen hin? Und da starten die beiden ganz klar aus der Minusspirale, und zwar jeder für sich. Und da tun jetzt die Zurufe aus der Bundespolitik in Richtung Niederösterreich, ja, auch nichts Gutes. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Tatjana Lackner, vielen Dank für den Besuch heute sehr bei uns. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, was die nahe